tried so hard to let go. Writing poetry and rhymes just to get you off my mind. It's either yes or it's no. I'm not a yo-yo on a string that you flip and twist and swing. I'm not gonna vibe tonight. You don't get everything you like, 'cause I'm not ready. If I'm not ready, I'm not gonna vibe tonight. You don't get everything you like, 'cause I'm not ready. If I'm not ready, second guessing your words, 'cause you choke right when I see that you're all I really need. But if I'm honest, I know this whole thing has been a sign that I'm running out of time. I'm not gonna vibe tonight. You don't get everything you like, 'cause I'm not ready. If I'm not ready, tonight, you don't get everything you like, 'cause I'm not ready. If I'm not ready, I'm not gonna vibe tonight. You don't get everything you like, 'cause I'm not ready. If I'm not ready, I'm not gonna vibe tonight. You don't get everything you like, 'cause I'm not ready. If I'm not ready, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich war hier oben auch noch nie. Nee, du bist so nah an Dortmund, aber... Ja, aber gut. Nee, aber ist schön hier. Ist so dunkel jetzt? Ja. Nein, ist wirklich schön. Ja. Also wer in der Nähe ist, sollte mal hier hinkommen. Unbedingt. Oder auch mal eine Runde zocken für einen Euro. Geht auch immer. Also hier ist noch ein Minigolfplatz, ne? Ja. 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 Der hat sogar, glaube ich, auch. Ja. Ja, schön zu laufen. Tipptopp. Ja. Top. Muss man machen. Ja. Also jetzt ein Bierchen wäre schön, ne? Oder ein Schnäpschen. Oder ein Schnäpschen. Guck mal da. Erst das Schnäpschen, dann das Bier. Das ist ja eine Maßnahme. Und? Alles gut. Ist das okay? Ja, sehr schön. Sehr schön. Hast eine sehr gute Tour ausgesucht. Hast du toll ausgesucht. Ich muss ehrlich sein. Nein, ist schön. Ja. Guck mal, ich habe gerade schon gesagt, kann man mal machen. Ne? Oh ja, auf wenn jeden man hier Fall. In der Nähe ist, jeden ja. Fall. Kann man sich super da mal schön. Gut hinstellen. Ja. Wetter spielt mit. Ja. Heute wenigstens. Ja. Ja. Ja gut, das ist, glaube ich, Grundvoraussetzung. Bevor es hier schneit und regnet, dann macht das auch keinen Spaß. Also, aber dann macht das nirgendwo Spaß. Ja, eben. Detlef, alles zufriedenstellend? Sehr schöne Tour. Ja. Ja, Tour ist gut, aber man muss schon ein bisschen gut zu Fuß sein, ja. Geht auch bergauf. Wir sind jetzt unterwegs, 3,5 Stunden. Ungefähr. Ja, 4 Stunden wieder zurück. Ja, und zurück geht er schneller. Ja. Geht bergab. Der Ernst hat ein Problem mit der Zeit. Ja. Könnte aus Österreich kommen. Nein, ich sag mal, in ein paar Minuten, eine gute halbe Stunde oder locker eine halbe Stunde, je nachdem, wie schnell man läuft. Ja. Wie viele Pausen man braucht, wie lange man an der Spielburg hängen bleibt, an der Sieburg, an der Spielbank hängen bleibt. Ja, wahrscheinlich nicht lange, weil wir haben ja nichts bei. Du darfst auch ruhig herkommen. Ja, ich will noch einmal hier. Also irgendwie fehlt die Schnäppchenpause. 2 Kilometer. Also, uns geht's gut soweit. Girlfriend, you got me smiling brighter each day. Stars are brighter, I feel lighter. Every way, girlfriend, there's no one like you when it comes to loving. Life is richer, lips are sweeter. Now listen,
So, nach der Mega-Wanderung, warte mal, die labern und labern hier. Mega-Wanderung, oben schön auf dem Siebuch gewesen, am Casino vorbei noch. Genau, haben wir noch gar nicht. Am Casino vorbei, möchtest du die Kamera? Ich habe übrigens mal ein Kamerateam mit. Danke, Ernst. So, dann haben wir eine schöne Rundtour gemacht. Voll mega schön, super Aussicht übrigens. Der Campingplatz selber, ich habe jetzt noch nicht viel gezeigt, kommt aber noch. Sanitären Anlagen versuche ich zumindest noch irgendwie einzufangen. Aber hier muss man auch so viel Bier trinken immer. Wie bist du hier zu diesem Campingplatz gekommen? Ich bin zu dem Campingplatz gekommen, ja, eigentlich durch Google. Und ich habe ein Video gesehen von Magic Root. Das könnten wir mal oben verlinken, glaube ich. Da hat er nichts dagegen. Wir haben den tatsächlich dann irgendwann mal gegoogelt und festgestellt, der ist nicht weit weg, der sieht offensichtlich schön aus. Und jetzt hier für unser Treffen bin ich dann tatsächlich vorbeigefahren und habe mir den nochmal im Live angeguckt, weil die schlimmsten Hater stehen ja hier. Wenn das nicht läuft, dann bist du im Arsch, Junge. Nein, ich habe mir den angeguckt mit Christine zusammen. Wir sind hier einmal drüber gelaufen, haben gesagt, auch das könnte aber gut passen. So, und jetzt ist natürlich auch noch mit dem Wetter mega. Gerade eben kommt die Sonne wieder raus. Klasse, krass, schön. Wir sind seit Freitag hier. Detlef ist schon am Donnerstag angereist. Wir sind aber jetzt am Freitag hier. Haben wir uns freitags morgens schon getroffen. Auch sehr schön. Also Anfahrt super. Ja, der Zuweg ist manchmal ein bisschen eng vielleicht, aber das ist typisch für Campingplätze, glaube ich. Ja. Jedes Mal das Gleiche. Ne? Nee, so bin ich auf jeden Fall zu dem Campingplatz gekommen. Wir haben ja in Dortmund noch den Stellplatz in Wischling. Den fand ich jetzt aber nicht so prickelnd, obwohl ich mir den auch noch mal richtig angucken müsste. Tue ich auch noch mal irgendwann mal. Aber der hier, das ist ein richtiger Campingplatz. Und offensichtlich auch sehr beliebt mit vielen Dauercamper. Mhm. Und wir stehen jetzt hier gerade im Rondell. Ja. Das ist der, der ist ein bisschen so sternförmig angelegt. Genau, das ist der Platz für die Wohnmobile. Ja. Hunde sind auch erlaubt. Hunde erlaubt. Ja. Strom ist da, Wasser ist da, sanitären Anlagen tipptopp, wissen wir jetzt schon. Ich zeige es aber nochmal, wie gesagt. Die Gegend hier super, man kann gut laufen. Man hat oben noch eine mega Wiese, vielleicht schaffen wir es noch bis dahin. So eine Freisteherwiese. Eigentlich vom Prinzip alles da. Ja. Wenn Saison ist, dann hast du unten an der Lennemündung noch so eine Bistro, Kneipe, Kiosk, was auch immer das ist. Ja, und eben Roadstop oben. Kann man schön essen gehen. Genau, da waren wir gestern. Burger lecker essen. Hamburger. Ich sage gerne auch nochmal dazu. Wir haben keine Kooperation mit denen. Alles unbezahlte Werbung. Aber man darf es ja ruhig mal sagen, glaube ich. Ne, und ansonsten stehen wir hier kreisförmig aufgestellt. Ja. Kühlschrank läuft, Strom ist da, alles gut. Ne, läuft echt. Bei der Gelegenheit möchte ich auch vielleicht nochmal mich bedanken, dass das auch bei euch so alles so mitgelaufen ist, dass ihr gekommen seid. Mega stark, mega schön. Ich habe einfach nur meinen Spaß. Mit ich meine ich auch Christine, die ist gerade irgendwo im Hintergrund. Ich weiß gar nicht. Ist sie weg? Ist sie schon nach Hause? Hat schon hingelegt. Liegt in der Wanne. Macht gerade Relax-Zone. Nein, alles. Boah, ich habe voll Spaß. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber ich habe voll Spaß. Macht auch Spaß. Detlef, der guckt so komisch. Der hat gar keinen Spaß. Der muss hier so viel Alkohol trinken, das macht ihm gar keine Freude. Und jetzt haben wir ihn nämlich noch verdonnert zu grillen. Unser Grillmeister. Jetzt bringt er schon die leckeren Würstchen und will ihn nicht grillen. Das geht ja gar nicht. Doch, werden weil das sind ja deine Würstchen. Komm doch mal hier rüber. Du weißt doch ganz genau, rüber, wie die Wurst zu behandeln ist auf so einem Grill. Wir werden jetzt lecker grillen. Genau. Ihr seid aber nicht dabei. Oder zumindest nicht beim Essen. Also ich kann hinterher sagen, wie es geschmeckt hat. Aber nein. Genau. Voll geil. Kriegen wir hin. Voll geil. Nee, ich finde das einfach schön, dass ihr da seid. Ja, super. Definitiv. Definitiv. Ja. Werden wir mit Sicherheit wiederholen. Das machen wir. Würden wir uns freuen. Ja, wir haben uns ja spontan treffen, kannst du jetzt auch nicht nennen. Vielleicht mal für alle, die. War ja schon geplant gewesen. Ne? Wir haben schon im Vorfeld ein bisschen geplant. Das soll jetzt auch nicht so dieses typische YouTuber-Treffen sein, 400 Fahrzeuge oder mehr. Wir wollen einfach nur mal ein schönes Wochenende machen, in einem handverlesenen Kreis, kann man dazu sagen, wo ich zumindest wusste, das funktioniert. Ja, wir lassen das mal so laufen, wie es läuft. Voll schön, voll gut. Ja. Hier, super. Detlef, kennt ihr ja schon von Rasfeld-Video, kann ich auch mal verlinken.
So, und ja, wir kennen uns ja von Happy Camping. Ja. Ich glaube, da war unser erstes Treffen so. Ne? Mhm. Ja. So, jetzt fange ich gleich an zu heulen, mal aus. Ach komm, klappe. Das sind diese Hängedinger von Ikea. Weißt du, wir haben jetzt gerade, ja. Ich habe übrigens gerade Christine wieder gefunden. Ja. Du warst ja in der Wanne, ne? Wir haben ja bei uns in eine Wanne eingebaut. Nein. Ich glaube, da war ein Bierchen zu viel. Wir haben jetzt gerade uns alle hochleben lassen, wie die Bekloppten, ne? Weil es macht ja auch Spaß. Ja. Aber deine Meinung weiß ich gar nicht. Findest du das voll doof jetzt hier, ne? Nö. Ich finde das eigentlich voll klasse hier. Ich meine, so ein paar Grad wärmer wäre schön. Aber ansonsten... Das wäre nicht meine Frau, wenn die nie was zu meckern hätte, ne? Sag doch mal ehrlich. Ja, nun, man muss doch mal das Kind beim Namen nennen, ne? Ja. Nein, aber heute ist gut. Wuselt hier rum. Nein, ist schön, das ist kein Wind. Nein, ich habe kalte Hände und... Weil du im Kühlschrank warst. Hallo, den Salat rausgeholt zum Bier Grillen. Das Bier ist so kalt. Genau. Bin auch gar nicht drauf gekommen, kaltes Bier. Genau, nein, ist schön. Ist eine ganz tolle Truppe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ernst und Birgit, die anderen beiden sind gerade nicht da. Ich glaube, das passt. Ne? Also für mich passt das wunderbar. Und, wir haben gerade einen Handkuss gekriegt. Ja. Gerne zurück. Genau. Danke. Nicht dafür. Ich sag gerade, also ich finde, für mich passt das hier so. Ja, ne? Von der Wellenlänge her ist das also echt super. Und ja. Ja, wir machen jetzt, wir machen ja auch eine WG, die WG 2. Ich glaube, oder wie hieß die damals? Kommune. Wir bleiben hier auch wohnen jetzt. Nein, schön hier. Ja. Nein, der Platz passt, die Leute passen. Ich hoffe mal. Also ein Tipp am Rande. Wenn ihr mal irgendwo Richtung Ruhrpott kommt und an Dortmund vorbei, also Grenze Hagen, Hohensieburg, kurz abfahren, einmal hier auf dem Campingplatz. Samstag Nachmittag, hier wird der Rasen gemäht. Wie sich das gehört. Ja, ich will das auch so haben. Das muss schon sauber sein. Ja. Also ey, guck mal. Gibt der da Bier rein, der Wahnsinnige? Das ist für alles gut. Das gute Bier. Ist hier im jetzt ist hier aber gerade da richtig Action. Wir sind gespannt. So, hier wird gerade hier voll aufgefahren mit Würstchen, Salat, Baguette. Wir kriegen übrigens auch kleine Geschenke. Ja. Dinge, die man nicht kaufen kann. Gute Freunde und eine liebe Familie. Der kann Familie. Schon immer reden. Spaß, Glück und Gesundheit. Ein vielen Dank an unsere... Und da steht ja noch was drunter. Und einen tollen Abend mit euch. War mir zu klein geschrieben. Ja gestern. Nein, das stand ja hier. Ja, und da war ich ja nicht dabei. Da und Gewürzketchup. Ich halte das mal so rein. Ich mache mal gerade keine Werbung. Oder ich mache das mal so. Also kein Alkohol mehr jetzt hier. Genau. Stimmt, da war ich ja dabei gestern Abend. Ich werde verrückt. Die Frau macht mich fertig. Mach mich kaputt. Ich habe gestern den ganzen Tag gemalucht, ne? Während die hier schon von 10 Uhr angesoffen haben. Als Einzige. Nee, Einzige darf ich nicht mehr sagen. Als Einzige. Einzige. Ja, aber Einzige heißt das doch. Ich komme aus dem Pott. Glück auf. Herr Quassel und Quassel, wann können wir denn was essen? Ja, das dauert. Der Grillmeister Detlef gibt alles. Leichte. Boah, meine Frau ist wieder laut. Ne? Das ist dann auch nichts.
Leichte Röstaromen, aber ist lecker. Und einem Grill, wo 6 Würstchen drauf passen, da 15 drauf. Aber die ersten können jetzt eigentlich schon essen. Platz ist es in der kleinsten Hütte. Und auf den kleinsten Grill. Sieht gut aus. Ich bin stolz auf dich. Dann setze ich jetzt mal. Ich setze mich jetzt. Ja, lecker, lecker. Kannst du die bestellen? Ich bin ein bisschen weiter weggegangen. Ich weiß nicht, wegen der GEMA-Musik. Stimmt. Aufpassen, GEMA. So, zu Ende gespeist. War sehr lecker. Wir möchten uns auch alle beim Detlef, den Grillmeister, bedanken. Ja, gerne. Habe ich gerne gemacht. War sehr lecker, war sehr lecker. Hauptsache hat geschmeckt. Die Wurst war super. Die andere komische rote auch. Haben wir schon erwähnt, Rockhoff. Beste Metzger vom Niederrhein. Ich blende mal oben unbezahlte Werbung ein. Okay, kein Problem. Ich kenne den nicht, aber die Wurst kenne ich jetzt. Lecker, lecker, lecker. Ja, ich würde sagen, noch einen Absacker und dann müssen wir auch schon los, ne? Ja.